Herzlich willkommen zurück zu Ratchet und Clank. Und mir ist gerade noch was eingefallen, wo ich euch noch einen Skillpunkt zeigen kann. Und zwar fliegen wir da nach Kervan. Die Stadt, da hatten wir ja auch schon alle Bulls und alle Missionen. Und dazu brauchen wir nämlich den Verwüster. Geht eigentlich ganz schnell. Aber ihr wisst, ich muss einfach hier nochmal gucken. So. Und zwar könnt ihr euch noch erinnern, an den Burschen da, wo ich wie ein Wilder auf den rumgehauen habe und gesagt habe, der muss doch zu vernichten sein. Und genau mit dem Verwüster könnt ihr den vernichten und kriegt einen Skillpunkt. Also hatte ich doch recht. Was willst du? Mit deiner Tools. Ja, wir wollen jetzt aber nicht hier großartig, dafür sind wir nicht hergekommen. Ich wollte euch nur kurz den Skillpunkt zeigen, auch wenn ich jetzt ein bisschen wieder hier den ganzen Planeten absuchen könnte nach Bulls. Nein, das machen wir nicht. Wir wollen ja den nächsten Planeten erforschen. So, das wäre dann dieser hier, wo wir waren schon. Genau. Ja, das scheint ein Lava-Planet zu sein. Und sieht natürlich grafisch wie optisch total geil aus. Aber wir gehen noch nicht diesen Weg da. Erstmal hier wieder schön alles zerstören. Ich glaube, hier gibt es auch eine neue Waffe. Genau. Den werden wir uns auch mal kaufen. Der hat sogar volle Munition. Können ja mal durchgehen, ob wir überall voll haben. Ja, Hammer. So. Den brauchen wir jetzt aber noch nicht reinnehmen, weil ich den jetzt noch nicht brauche. Ich nehme mal den Verwüster erstmal. So, und zwar... ja, könnte man jetzt auch hier runter, wie ihr seht. Nochmal den Schlüssel. Man könnte aber auch von da oben gleich fliegen. Ich glaube sogar diese Dinger hier, ja, die konnte man auch vernichten. Kommen auch immer ein paar Bulls raus. Nicht viele, aber ein paar. Oh, jetzt haben wir fast keine Bulls mehr. Ich hoffe nicht, dass irgendwas kommt jetzt, was teurer ist, sonst müsste ich mal ein bisschen Bulls farmen gehen. Ja, und hier sollten wir erstmal den Haken auswählen, bevor wir darüber springen. So. Ah, und ich glaube, hier mussten wir alle Schiffe vernichten. Thank you.
muss einfach hier die ganzen Lampen kaputt machen. Weiß nicht. Steht da irgendwie drauf. Wir sehen, der Hund ist in die Lava gesprungen. Genau, und die Dinger hier müssen wir zerstören. Dann gehen auch diese Schiffe kaputt. So. Das muss ich mal überlegen. Das müssen wir zerstören. Kann ich das hier mit dem Teil? Vielleicht. Moment mal. Jetzt habe ich den Boxhandschuh. Ich wollte doch das Ding. Ja. Können wir. Sieht das nicht schön aus. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie ich da sonst hinkomme. Es sei hier um die Ecke. Normalerweise aber müsste man doch da irgendwie hinkommen. Da ist doch kommen wir von hier aber nicht. Ne, da musste man das so machen. So, Haken auswählen. Oh je. Die Dinger gehen unter. Das können wir ja nochmal gucken. Ne, da kam man nicht hin. Musste man echt wirklich so machen. Ich glaube, wenn man alle Schiffe versenkt hat, oder versenkt, ja, kann man schon sagen, versenkt, kriegt man auch einen Skillpunkt. Und ich dachte natürlich, man muss damals hier auch alle Lampen kaputt machen, dass man auch einen Skillpunkt kriegt. Aber dem ist natürlich nicht so. Ich glaube, die großen hier, ja, die kann ich auch. Aber kurz noch mal mich umdrehen, ob ich hier nicht irgendwo hier hochkam. Aber es sieht, glaube ich, nicht so aus. Ne, hält sich auch nicht fest. Schlimme Erinnerung immer. Ne, ne. Müssen wir direkt hier weiter. Und da warten auch schon die nächsten Hunde auf uns. Kleine Ratte. Uns Donner getroffen. Jetzt frage ich mich, wozu die Plattform ist hier. Da können wir auf jeden Fall hoch. Da gehen wir auch gleich hoch. Na, die Rohre können wir nicht kaputt machen. Ja, da habe ich gedacht, wenn man jetzt alle Lampen zerstört, aber ich glaube, ich schon erzählt, ne? Gehen wir hier hochgucken. Ja, aber da ist noch eine Lampe. Aber wir müssen erst hier nach oben. Kommen, glaube ich, auch noch ein paar Hunde. Wusste ich doch. Und den hier machen. Da ist ja noch ein Schiff. Oh, haben wir hier einen vergessen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich dann hier wieder hochkomme. Den mal kaputt. Alter, so springst du seitlich. Ja, man kommt hier wieder hoch. Jetzt frage ich mich gerade, wo ist hier... Ah, hier ging's weiter. Klar. Ja.
Böser Hund. Böser Hund. Böser Hund, böser Hund. Böser Hund. Alles böse Hunde. So, da unten haben wir eine. Aber hier haben wir auch noch was. Ey. Was ist los? So, Moment. Gab's da oben noch was? Nee, gab's nicht. Okay. Schiff stand hier. Ah, da ist auch noch ein Schiff. Wo geht das denn? Ach nee, das ist da drüben erst. Die Frage ist jetzt, kommen wir da so hin? Na, wir fahren erstmal hier runter. Kein Hund hier? Kommen wir da doch nicht so hin. Müssen wir da rüber fliegen? Ah, ich glaube, das sieht so aus. Von hier oben vielleicht haben wir bessere Sicht. So. Jetzt haben wir dich. Können wir jetzt hier irgendwie rumfahren? Ich hoffe. Ah ja. Jetzt können wir den da kaputt machen. Und da geht's zum nächsten. Oh, ich habe eine Lampe vergessen, aber egal. So. Mal den gleich. Sieht ja mal gewaltig aus. Das Schiff explodiert. Den noch. Ich glaube, wir tun hier seine, das sind diese, die den Nachschub bringen. Da hinten habt ihr auch schon gesehen, den Bult. Den Goldbult. Da müssen wir eigentlich jetzt gleich, mit dem Schiff hier einen Skillpunkt bringen. Oder? Gab's da doch noch eins? Ne, da ist er. Haben wir alle Schiffe erledigt. Und hier ist der Goldbult. Der erste auf diesem Planeten. Ich glaube, hier gab es glaube ich auch zwei, ne? Aber ich muss jetzt schnell die Lampen hier alle zerstören. Wir hören uns ja nicht. Hat wenigstens irgendeine Arbeit und muss sie alle wieder ersetzen. Ich glaube, der Dregler wird jetzt schon immer mehr sauer auf uns sein, weil wir jetzt seine ganzen Schiffe vernichtet haben. Hier legt er an. Ich glaube, hier dürfte Flammenwerfer ausreichen. Ah, wir müssen hier die Dinger
immer mehr Hunde. Ich muss einfach die Lampen zerstören, Leute. Sorry. Ich weiß nicht, wie viele Lampen ich jetzt zerstört habe. Und wenn es für jede Lampe so 5 Bulls gibt, dann macht sich das doch irgendwann. Bei 100 sind es dann schon 500 Bulls. Immerhin. Ich glaube, hier kommen wir nachher dann wieder zurück. So, ich glaube, da oben ist unser Schiff. Ich glaube, hier kommen wir nur. Ich fahr mal kurz hoch. Und tu mal kurz unsere Munition prüfen, ob wir alles voll haben. Raketen haben wir, das haben wir. Wenn wir schon mal hier oben sind. Flammenwerfer, ja gut, das finden wir eventuell noch. So, dann geht's wieder hier runter. Jetzt müssen wir uns nämlich hier den Weg freischießen. Dahinter sind doch böse. Seht ihr die da? Mehr sehe ich jetzt von hier aus nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man hier die Schiffe, die da oben fliegen, ob man die abschießen könnte. Geht gar nicht. Oder geht's doch? Nee, sonst hätte ich den ja schon getroffen. So. Schauen wir mal. Einer hat doch hier bestimmt überlebt. Ja, der hier. Ach, das waren. Stimmt, das waren so eine Art Minen. Ist so, und hier kriegen wir auch schon Flammenmunition. Man könnte hier natürlich auch, da sind ja noch mehr, unsere frechen Dings rauslassen. Die machen das auch. Das ist wunderbar. Der trifft mich auch noch. Und das war's für uns. Oh nein, nicht doch bis hier vorne. Dann mache ich das anders da. Gibt's doch gar nicht. Dieser Lümmel. So ist der erstmal hin. Oh, habt ihr gesehen, da war ein anderes Zahnrad dabei. Größeres. Okay, dann müssen wir jetzt hier nochmal. Sei doch mal ruhig, Handy.
Was hältst du davon? Prima, ne? Leben zurück. So, dann nehme ich jetzt mal hier den Vernichter. Ah ne, für die kann ich ja noch den nehmen. Da. Genau. Schade, dass man den nicht hier so anvisieren rüberschmeißen kann. Aber den machen wir mal mit dem Vernichter weg. Könnte man eigentlich kleiner Lümmel, du. Die Jungs da hinten. Das sehen wir aber erst beim nächsten Mal, sonst vergesse ich es wieder einen Schnitt zu machen. Und sage tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Ratchet und Clank. Und vielen Dank fürs Zuschauen.